Die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde öffnet am 3. Oktober, dem Tag der offenen Moschee, die Türen ihres Gebetszentrums in Reutlingen. Zwischen 11 und 18 Uhr stehen in der Wörthstraße 55 viele Muslime zu Gesprächen und Diskussionen bereit. Bei kleinen Snacks und Getränken können sich Besucher in zwangloser Atmosphäre mit den Gläubigen über ihre Gedanken und Meinungen austauschen und ihnen Fragen stellen. Durch die Gespräche wollen sie ein neues, vorurteilsbefreites Licht auf den Islam werfen und über unterschiedliche Aspekte des Glaubens und der Lehre des Islam informieren.